20 nach 25 wieder hier lockt. Ja, wir müssen den ersten Mal belasten, den wir verließen, mal vorrücken, bis in die letzte DKW, da ist noch ein Einfahrt, da kommt eine Herausforderung, was 26 und dann lässt du das vorbereiten. Verli, hast du mitgehört? Ja, ich habe mitgehört, dann können die Fahrer noch schön mal vorrücken, bis in die letzte DKW, was vom Zwerg. Ja, rück mal vor. Ich glaube,
Ja, ich hör's. Ja, schon, wie laut die ist, aber von mir ist nicht laut. Denk mal. Von 24 Tonnen, 120 PS und war zum letzten und merkwürdig eher so super. Die Sonne macht es so besser als die zwei rote Varianten, hier sind die gestärkte Variante, die im Ostgebirge eingesetzt wird. Die ist auch hier gleich mal zweimal besser wie die Winterdämpfe. Vielleicht ist die Hupe zu laut. Unverwüstlich, heute noch im Einsatz, sowohl teilweise in den DB-Werken als auch bei vielen Privatbahnen. Hier sehen Sie ein Exemplar des Firma Races, das ist hier auf Gotha. Diese Maschine ist auch just hier im Museum stationiert, weil im Windschüttel auch Holz verladen wird und die Rangiertätigkeiten diese Maschine hier lokal übernimmt. Die V60. Und hier? Gleichzeitig. Ist ja auch zu laut. Was ist zu laut? Zu laut.